Edith Stehfest, Tränenauftritt im TV. Erik und Edith Stehfest waren in der Sendung Riverboat im MDR zu Gast. Dort kam es bei Edith zu einem emotionalen Tränenausbruch. Das ist steckt dahinter. Nachdem zuletzt viel diskutiert wurde, ob Erik, 35, und Edith Stehfest, 29, getrennt sein könnten, zeigten sich der einstige Dschungelcamp-Kandidat und seine Frau nun wieder als Einheit im TV bei Riverboat im MDR. Die Zeiten, in denen Edith getrennt von ihrer Familie rund um Erik und die beiden Kinder gelebt hat, sei vorbei. Dennoch kämpfte die 29-Jährige in der Sendung mit ihren Emotionen. Darum brach sie jetzt in Tränen aus. Edith Stehfest, Eriks Diagnose paranoider Schizophrenie macht ihr zu schaffen. Vor wenigen Wochen machte Erik Stehfest seine Diagnose paranoider Schizophrenie öffentlich. Dass der einstige GZSZ-Star so offen mit seiner Erkrankung umgeht, macht Frau Edith stolz. Dir ging es darum, zu sagen, ich stell mich hier hin und ich sage euch, dass es mir gerade nicht gut geht, dass ich Panik habe und dass ich gerade auch als Mann eine Hand brauche, lobt sie ihren Ehemann. Dennoch macht ihr das ganze Thema ebenfalls zu schaffen. Tränen steigen ihr nach diesen Worten in die Augen und sie muss kurz pausieren, bis sie zugibt, oh Mann, jetzt fang ich an zu heulen. Wie sehr sie Eriks Schizophrenie belastet, macht sie anschließend klar, Schizophrenie ist nicht nur dieses Bild, jemand redet in verschiedenen Formen, ist manchmal auch ein anderer Mensch. Das fängt an mit Angst. Das fängt an, dass Angst in Momenten so groß wird, dass man sie nicht mehr einfangen kann. Und ich habe das viele Jahre schon gesehen, Angst und Überforderung in seinen Augen. Edith Stehfest, wir sind nicht getrennt. Dass nach der ehrlichen Offenlegung seiner Diagnose, weniger über diese selbst berichtet wurde, sondern eher die räumliche Trennung der Stehfests Thema in den Medien war, kann Edith bis heute nicht verstehen. Zwar lebte sie eine Zeit lang allein auf der Pferderanch der Familie, doch ihr ist wichtig noch einmal zu betonen, wir sind nicht getrennt, um das mal klar auszusprechen. Sie hätten als Paar gerne weniger Fokus auf Ediths Auszug aus dem gemeinsamen Familiennest gelegt, sondern lieber auf Eriks Erkrankung. Es ging eigentlich um ein ganz anderes Thema, Erik hat sich getraut, öffentlich zu sagen, dass er gerade eine Diagnose bekommen hat, die nennt sich paranoide Schizophrenie. Eine Sache, unter der sich die meisten Menschen nichts vorstellen können.